Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Look fantastic, haut raus! Die haben schon wieder eine Limited Edition Box rausgebracht, Leute. Läuft. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich glaube, wir fahren da alle ziemlich drauf ab. Jetzt gibt es hier die Treat Yourself Look Fantastic Limited Edition. Der Wahnsinn, oder? 57,50 kostet die Box normalerweise. Und ja, ihr könnt mit Claudi Welt wie immer auch darauf sparen. Ich glaube, 10 Euro Rabatt müssten das dann sein. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss echt ein bisschen schmunzeln, ne? Ich hatte mir auch diese Christmas-Boxen selber bestellt. Und da gibt es übrigens jetzt in diesem Video zwei zu gewinnen. Und zwar habe ich mir alle drei bestellt und habe dann aber nochmal alle drei zugeschickt bekommen. Aber nach und nach, sodass ich in dem Video, wo ich euch die gezeigt habe, nur die Christmas Eve Box verlosen konnte. In diesem Video verlose ich dann einmal den Christmas Cracker und dieses Present, dieses quadratisch praktisch gute Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Es wird also zwei Gewinner in diesem Video geben, ne? Genau. Also ich bin total baff, was Look Fantastic aktuell raushaut. Aber gut, wir schauen jetzt einfach mal rein. Es ist wirklich gefühlt, jeden Tag kommt eine neue LE auf den Tisch, ne? Aber ich finde es nicht schlimm. The Gift of Beauty, so kannst du nämlich dann auch das Perfekte für dich finden oder das perfekte Geschenk, ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Vor allem, wenn man hier ja auch, keine Ahnung, 150 Euro sparen kann, noch mehr mit meinem Code. The Gift of Beauty ist hier auch das Motto von der Box. Und hier gibt es auch einen Code mit am Start, wo man dann auch den Inhalt entdecken kann. Man hat den aber auch online auch schon gesehen. Auch, wenn man die Es tut mir so leid, aber ich habe echt Sprachgammel. Wenn man die Box online bestellt, ist es bei Look Fantastic grundsätzlich so bei den Limited Editions, dass du auch siehst, was drin ist. Und das finde ich so wundervoll. Immer wieder bemerkenswert. Und die Box ist wirklich groß, ne? Auch toll zum Verschenken. Jetzt schauen wir aber mal, ob sich das wirklich lohnt. Denn ich habe sie einfach jetzt heute ganz zufällig in der Post gehabt und weiß nicht, was hier drin ist. Ich habe nur eben nachgeguckt, was das kosten soll. Okay, wir haben sehr viel Verpackungsfüllmaterial drin und ein bisschen verschobene Produkte. Ich starte jetzt mal mit dem ersten. Das ist von Shiseido Vital Perfection Uplifting and Firming Express Eye Mask. Das sind sehr, sehr gute Augenpatches. Die sind riesig. Die sind ungefähr, keine Ahnung, Mini-Tuchmasken oder so. Die Lady, die hier hinten drauf ist, die zeigt das auch eigentlich ganz gut, ne? Also die hatte ich auch schon mal in einem Adventskalender drin. Richtig geil. Also wenn man so Edel-Edel-Geschichten mal ausprobieren wollte, sind die hier mit in der Box und da sind die auch ganz gut drin aufgehoben, würde ich sagen. Dieses Puder hatte ich auch in einem Adventskalender drin von Rodial, das Glaspowder mit 5,5 Gramm. Und ich finde es sehr, sehr gut. Also das ist ja mal wahnsinnig krass, dass sie das einfach mal hier in die Box mit reinpacken. Denn Rodial ist ja auch eine sehr, sehr teure Marke. Gut, das ist jetzt auch nicht die Full-Size von dem Puder. Trotzdem haben wir hier echt eine coole Geschichte. Loose Perfecting Powder. Loose Pore Perfecting Powder, ja. Das hat einen leichten Blurring-Effekt mit dabei, aber gibt dir halt nicht diesen ultramattierten Effekt. Das ist so ein geiles Puder. Also ich freue mich tatsächlich für alle die, die die Box bekommen, dass dieses Puder auch mit drin ist, weil das sehr, sehr gut ist. Geilomat. So. Ja, da hauen sie raus, das ist teuer. Emma Hardy, Brilliance Face Oil mit 30 Millilitern. Das ist ja mal richtig krass. Also, wir haben von Emma Hardy immer mal wieder auch sowas mit drin. Das ist eine Marke, die wir auch bei Look Fantastic finden. Die haben ja auch einen Online-Shop, wo man generell auch total tolle Sachen shoppen kann. Du kannst dir auch die normale Beauty-Box abonnieren, aber halt auch so Limited Edition Boxen bekommen, wo du einfach mal so ein Produkt drin hast, was, glaube ich, ungefähr so viel wert ist wie die Box. Wenn ich das irgendwie richtig im Kopf habe. Das ist Glas hier, ne? Dann Gesichtsöl kann man sehr gut gebrauchen jetzt im Winter, weil wir haben alle so mit dieser ganzen Heizungsluft ja auch zu kämpfen, sodass die Haut dann auch wirklich trockener wird, ne? Und Feuchtigkeit können wir alle ganz gut gebrauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt was wäre für Mischhaut oder ölige Haut. Das muss man dann schauen. Und ich weiß auch nicht, woher die Brilliance dann kommen wird. Aber das hört sich für mich persönlich sehr charmant an. Ich finde es cool. Ich finde es richtig cool. So, dann greife ich hier rein und habe das nächste. Also ich, jedes Mal, irgendwelche High-End-Marken, was hier los? Drunk Elephant, Ceramity AFI Balm, Cushion and Strengthen. Krass, 3% Ceramide und dann hast du noch einen Lipidkomplex, 5 Milliliter. Also das ist halt eine super, hört sich super, super reichhaltig an. Ceramide sind reparierende Inhaltsstoffe.
Ich habe euch hier mal ein Video diese Woche online gestellt, da geht es auch so um Anti-Aging, Slow-Aging eigentlich viel mehr. Und genau, da habe ich euch ein bisschen Infos gegeben, was wirklich hilft. Und das hier hört sich so an, als würde es auch funktionieren, weil Ceramide reparieren und Lipide sind Fette, die halt quasi die Haut auch schützen vor dem Austrocknen. Ne? Das ist wie eine Schicht, die du dann ja drauf hast, dass deine Hautfeuchtigkeit nicht verdunsten kann. Deswegen wird es funktionieren. Also das kann ich mir einfach so schon vorstellen. Und Drunk Elephant ist einfach so eine teure Marke, die viele so hart feiern. Aber das mal eben so nachzukaufen, ist, glaube ich, gar nicht so easy. Deswegen ist es schön, dass wir hier das Produkt drin haben. Geile Box, ey. Cellens. Instant Recharge Renewal Mask. Eine kleine Maske, 15 ml. C-Lens, das hatte ich auch schon öfters mal bei Look Fantastic gesehen oder auch in Boxen drin gehabt. 5% Lactobionic Acid, also quasi Milchsäure. Enzyme. Also hier hast du eher ein Peeling mit dabei, ne? Also da muss man dann ein bisschen schauen. Aber Milchsäure ist quasi super, super mild und auch Enzyme. Das heißt, das ist sehr entspannt. Hier steht jetzt nicht drauf, wie lange man das drauf lassen sollte. Das kommt drauf an, ne? Das muss man dann halt selber für sich mal ausprobieren. Vielleicht online auch mal ein bisschen nachlesen, was empfohlen wird. Aber ich würde es jetzt so aus dem Bauch heraus, keine Ahnung, abends auf jeden Fall machen, ne? Und dann vielleicht 5 bis 10 Minuten drauf lassen. Erstmal und dann einfach mal gucken, wie sich das so verhält. Aber ich finde es schön, dass die hier auch so milde Geschichten reingepackt haben. Denn nicht jeder verträgt jede Art von Säure. Auch hier habe ich mal ein Video gedreht, oben im i verlinkt. Ich persönlich bin jetzt mittlerweile von Enzympeeling zu PHA gegangen. Verwende auch noch Retinol, ne? Und was ja auch leicht peelend ist. Und werde dann, wenn mein PHA-Serum, mein PHA-Peeling leer ist, zu AHA weitergehen, was Fruchtsäure ist. Und Milchsäure ist genauso wie Enzyme sehr, sehr mild. Ich glaube, das würde ich jetzt auch als PHA-Produkt bezeichnen mitunter. So, nun habe ich hier noch weitere Sachen drin. Also die Box macht Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Noch habe ich hier aus Versehen 2 von reingekriegt. Das ist ja auch interessant, ne? Das ist interessant. Wusstet ihr, dass Drunk Elephant zu Shiseido gehört? Da ist ein Klebe von Shiseido drauf. Ha, das ist witzig. Okay, also auf jeden Fall habe ich hier 2 von diesen Augenbalsamen, also insgesamt 10 ml. Ich weiß nicht, ob die hier 10 ml reinpacken wollten und keine 10 ml Größe hatten oder ob ich aus Versehen 2 mit dazugekriegt habe. Dann freue ich mich umso mehr. Dann kann ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Denn ich habe hier noch 3 weitere Sachen drin. Einmal von Neom Uplifting Handbalm. Das passt natürlich mit wilder Minze und Mandarine. Das schreit Weihnachten. Das ist schon eine gute Weihnachtsbox. Ich rieche hier nichts raus. Scent to make you happy, 100 ml. Neom ist sehr, sehr stark parfümiert normalerweise. Da hatte ich schon Kerzen von, die unfassbar gut gerochen haben. Aber ich glaube, das könnte was mit uns werden. Das hört sich wirklich gut an, wenn das halt auch wirklich noch dann in dem Sinne auch pflegend ist, ne? Und nicht klebend. Mal gucken. Philip Kingsley Maximizer Root Boosting Spray. Oh, 60 ml, also ein Spray für die Haarwurzeln. Philip Kingsley ist eine schöne Marke, da habe ich schon einiges von mal verwendet und auch leer gemacht. Und vor allem dieser Elasticizer ist ja, glaube ich, uns relativ bekannt. Das ist so ein Conditioner, den du relativ lange drin lässt und der die Haare sehr, sehr stark reparieren soll. Und das finde ich interessant für meine Wurzeln. Ist dann wahrscheinlich auch so etwas Leave-In-mäßiges, was ich mir dann reingebe, nachdem ich meine Haare halt entsprechend gewaschen habe, geföhnt habe und dann rein oder vor dem Föhn reinmachen, kann ich gut gebrauchen. Ne? Das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Muss ich nur mal gucken, wie das dann entsprechend auch wirkt. Und dann habe ich hier das letzte Produkt, Advanced Light Ceramide Capsules. Ich habe eben schon meine Freude über Ceramide geäußert. 7 Stück sind hier drin und das ist von Elizabeth Arden, Advanced Light. Your Strengthening and Refining Serum. So schaut das Schätzelein aus. Hier steht neu drauf. Und da haben wir 7 von diesen Kapseln drin. Ganz ehrlich, die kannst du, also da ist wirklich dieses Serum, was da drin enthalten ist, habe ich auch schon verwendet. Also jetzt nicht dieses hier, aber ähnliche von Elizabeth Arden. Und da ist so viel Produkt eigentlich drin, dass es für Gesicht, Hals und Dekolleté komplett reicht. Also wenn du wirklich nur dein Gesicht pflegen würdest, was ich nicht empfehlen würde, Hals und Dekolleté gehören mit dazu,
dann ist es auch reichend für zwei Anwendungen. Ne? Ja, und dann halt hier 7 Kapseln, also insgesamt 3,2 Millilitern. Echt 3,2 oder ist pro Kapsel 3,2? Das muss ich nochmal evaluieren hier. Auf jeden Fall 7 Stück. Und nee, finde ich auch schön. Ceramide reparieren und so. Und das ist kann jeder Hauttyp auch verwenden. Ne? Also ich habe jetzt hier einmal die Box ausgepackt und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte. Plus der doppelte Eibaum, weiß ich nicht. Und ich finde, dass diese Box enorm gut gemacht ist. Wir haben auch ein bisschen dekorative Kosmetik mit dabei, wo man aber aufgepasst hat, dass wirklich auch jede Hautfarbe das verwenden kann. Ne? Dass da vollkommen Wurst ist, ob du sonnengebräunt bist oder ob du bleich wie die Wand bist. Finde ich schön. Also das ist eine coole Box. 57,50 Euro ist das auch angenehmer Preis, beziehungsweise dann 47,50. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Denkt auch auf jeden Fall an die Verlosung gönnen in diesem Video. Ja, und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.